So, es geht weiter mit Folge 9. Wieder nicht im Livestream, sondern wieder alles vorab aufgenommen, damit ihr es gucken könnt, weil ich gerade in Costa Rica bin. Und ja, was war das für ein krasser Cliffhanger in der letzten Folge? Also es wurde tatsächlich zum ersten Mal in der Seven vs. Wild Geschichte anscheinend ein Code Red gedrückt. Jetzt ist natürlich die Frage, war es ein Versehen? Wobei ich euch aus eigener Erfahrung sagen kann, dass man sich wirklich nur schwer verklicken kann. Also, Code Red. Die Kamera hängt. So, sorry, die Kamera hing gerade. Was ich sagen wollte, also ich kann euch nur aus eigener Erfahrung sagen, dass man Code Red eigentlich nicht aus Versehen drücken kann. Also, man kann vielleicht statt Code Green Code Yellow drücken und natürlich auch statt Code Yellow Code Red, wobei man da echt oft auf OK drücken muss. Also, ich glaube nicht, dass es ein Versehen war. Die Frage ist jetzt echt, was ist passiert, dass Code Red gedrückt werden musste? Ist kollektiv was passiert und es trifft mehrere Leute? Wie zum Beispiel ein zweiter Brand oder was weiß ich, heftiger Schneefall, ja, keine Ahnung was. Oder ist es eine Person? Und ich muss schon sagen, wenn ich jetzt ein Guess abgeben muss bei einer Person, dann kommen für mich eigentlich jetzt so nach der letzten Folge nur Hugo oder Sandra in Frage. Wobei ich mich da auch frage, was so schlimm sein kann. Oh, oder es ist Joey oder Joe, die irgendwie ein Flashback, Panikattacke, keine Ahnung was haben, weil Panikattacken darf man ja auch nicht unterschätzen. Kann ich mir aber fast nicht vorstellen. Ich glaube tatsächlich, es ist Hugo oder Sandra. Aber Code Red? Wir spekulieren nicht lange rum. Wir gehen jetzt rein in die Folge und dann werden wir ja eh alles sehen. Let's go! Seven vs. Wild goes live. Die erste Seven vs. Wild Live-Tour. Erlebe zum ersten Mal die spannenden Geschichten deiner Helden ganz nah. Live-Podcast, Live-Challenges und Live-Q&A. Nach ihren Abenteuern in der Wildnis kommen die Teilnehmer von Seven vs. Wild nun live zu dir. Sei dabei und werde Teil von Seven vs. Wild, die Live-Tour. Ab Februar 2025. Ja, ich bin vielleicht beim einen oder anderen zuvor bei Seven vs. Wild. Sandra drückte in der Nacht nicht den gelben Knopf. So, was ich sagen wollte. Ja, ich bin vielleicht beim einen oder anderen Termin dabei. Oh Gott, ist das aufregend jetzt. Es ist 0 Uhr was davor, nicht 0 Uhr 30. Achso, Recap, also Rückblick. Ja. Oh, es ist Hugo. Boah, Fieber hast du jetzt. Oh. Ich muss nur, Julia, ich muss nur abschätzen, was los ist, deshalb sage ich das. So, wir haben mitten in der Nacht. Und Hugo geht's gar nicht gut, ey. Scheiße. Hugo, versuch mal ganz kurz zu antworten. Hast du Magenschmerzen? Hugo ist gerade irgendwie unterkühlt, oder? Schlecht, inwiefern so schlecht? Drin. Okay, man hört im Hintergrund, dass ihm Joe Fragen stellt, was ja durchaus berechtigt ist, weil man so irgendwie draufkommen kann, was kann jetzt gerade das Problem sein? Husten, der in der Lunge wehtut? Ist es was beim Bauch mit Magenschmerzen? Ey, was ist, wenn auf einmal Blinddarm am Durchbruch ist? Also, weiß man halt nicht. Und er sagt, er hat Sodbrennen. Digga, das ist richtig heftig. Und ich musste auch die ganze Zeit während der Nacht Schleim rausspucken, weil alles voller Schleim war. Aus dem Bauch oder? Was? Magen oder aus der Lunge? Wo? Oh fuck. Wo ist der Schleim hergekommen? Es war einfach auf einmal. Es war einfach in meinem Mund. Dann eher Magen, oder? Weil wenn der Schleim aus der Lunge kommt, muss man ihn schon hochhusten, oder? Also eher Magen. Aber es ist krass, wie sehr er zittert. Das Gute ist, in Anführungszeichen, es kann zumindest, also es ist gerade nicht eine Hypothermie oder so, weil ich glaube,
Ey, wieder nur Halbwissen, aber was ich so gehört habe, ist, solange der Mensch noch zittert, musst du nicht Angst haben zu erfrieren. Problematisch ist es, wenn du irgendwann nicht mehr zitterst. Glaube ich. Oh, krass. Wie hast du? Hat er eine Panikattacke? Es wirkt ja ein bisschen wie eine krasse Panikattacke. Ich kann nur sagen, genauso wie Hugo hier zittert, habe ich gezittert, nachdem ich vom Schnee verschüttet war und einen Schockzustand hatte. Da habe ich genauso gezittert und ich konnte es nicht mehr kontrollieren. Und das ist mir noch nie, also auch wenn man Schüttelfrost hat, weil einem kalt ist oder so, das ist nochmal was anderes. Und genau so sieht Hugo gerade aus. Also es sieht aus, hätte so einen Schock ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob bei mir war es ja, glaube ich, ein psychischer Schock. Und ich weiß nicht, ob jetzt ein gesundheitlicher Schock, weil irgendwas in dem Körper nicht mehr passt, ob der sich gleich äußert. Aber krass. Also, krass. Mir ist nicht kalt, ich habe dieses andere Zittern. Okay, ja. Sagt er gerade, ihm ist nicht kalt, dann ist das echt so ein Schock. Irgendwas Zustand. Krass. Wann hat es angefangen, Hugo? In der Nacht habe ich mich immer wieder aufgewacht, weil ich krankes Sodbrennen hatte und die ganze Zeit Schleim zur Seite spucken musste. Ja. Bevor der hier zusammenklappt. Ja, schon klar. Nein, ich muss ja, Sandra, ich verstehe schon. Aber wir müssen ja irgendwie abschätzen, was los ist. Also wir können gerne einen roten Knopf drücken. Das steht ja überhaupt nicht zur Debatte. Aber wir müssen ja trotzdem versuchen, irgendwie ein bisschen abzuschätzen, was los ist, wie. Voll, das ist gerade voll wichtig, was Joe sagt. Und ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass ihn jetzt viele dafür kritisieren. Aber wenn du Ersthelfer bist, ich weiß nicht, wie viel Ersthelfer-Dings ihr schon gehabt habt. Ich hatte auf jeden Fall einige Erste-Hilfe-Kurse. Und auch wenn du quasi die Rettung rufst, will die Rettung wissen, was hat der Patient, was ist los, ist die Person ansprechbar, was hat sie und so weiter. Deswegen ist es super wichtig, dass Joe gerade auch in dieser Ruhe nicht panisch wird, diese Fragen stellt, damit sie dann auch mit dem Funktelefon die Infos weiterleiten können. Das ist super wichtig. Wirkt jetzt vielleicht so ein bisschen nach Zeitverschwenden oder keine Ahnung was. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob sie nicht hätten Code Red drücken sollen und dann erst die Fragen stellen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, um zu wissen, müssen die jetzt mit dem Heli kommen? Muss sofort irgendwie beim Krankenhaus angerufen werden? Also das ist ja echt wichtig, dass man da jetzt abklärt, in welche Richtung geht das Ganze. Auch wie du dann als Ersthelfer, wenn der geholt wird, also die Leute, die ihn jetzt holen als Arzt, damit du weißt, wie machst du weiter. Weil ich habe zum Beispiel gelernt, dass in so einer Situation, ich glaube, trinken ist okay, aber wenn du medizinisch nicht weißt, was los ist, auf keinen Fall irgendwie Nahrung geben. Weil man könnte ja sagen, ja, geben wir ein paar Erdnüsse oder so. No way. Man gibt als Ersthelfer nie Nahrung bei so einer Sache, weil du nicht weißt, ob die Person nicht theoretisch sofort in OP muss oder keine Ahnung was. Und je weniger nüchtern die Person ist, desto behinderter ist es. Und was auch gut ist, ist, dass Joe sehr, sehr ruhig ist, weil die anderen sind schon so, also Sandra, du hörst am Ton, was verständlich ist, macht sich extreme Sorgen, gibt aber dadurch natürlich keine Sicherheit. Und dadurch, dass Joe ganz ruhig fragt und besonnen, wird das nicht noch weiter aufgeputscht, was für Hugo jetzt unterbewusst, er wird das wahrscheinlich nicht wissen, aber das ist super wichtig, dass da jemand ist, der ruhig bleibt und weil sonst, ja, drehst du ja durch, vor allem wenn das gerade so, es wirkt gerade ein bisschen Panikattacke, Schockzustand mäßig. Wenn da jetzt alle durchdrehen, dann gut, dass es gerade ist. Das kann ja alles mögliche sein, vom Psychischen, das kann bis zum ernsthaft Körperlichen sein. Gestern war Hugo sehr aktiv und es ging ihm gut, er ist aktiv gewesen, hat ja, weil nichts irgendwie außer Sodbrennen und sowas. Ich weiß, aber es kann sich über Nacht immer ändern. Natürlich. Ich sag ja nur, ich muss ja abschätzen, wie akut das jetzt gerade ist. Oder wir müssen abschätzen, wie akut das gerade ist. Ja, okay, aber wenn ich daran denke, Joe, wenn wir jetzt Zweierteams wären, ja? Ich hätte direkt den roten Knopf gedrückt, weil er zittert so heftig. Ja.
Wenn du atmest, merkst du, dass es irgendwie rasselt. Okay. Das ist, glaube ich, wegen Lungenentzündung. Zu trinken, tief einatmen. Dann tief ausatmen. Tief einatmen. Tief ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Versuch mal in etwa zu beschreiben, was es ist, außer Sodbrennen. Hast du Schleim nur im Hals? Ich weiß nicht, von wo der kam, weil ich die ganze war immer direkt im Mund. Also du stößt immer wieder auf? Also ich muss ehrlich gestehen, also ich verstehe auf einer Seite Sandra, dass sie sofort Code Red drücken muss. Aber jetzt in dieser Situation, so wie Hugo jetzt gerade wieder ist, verstehe ich, dass noch nicht sofort Code Red gedrückt wird, weil es ein bisschen so wirkt, als hätte er jetzt halt irgendwie so eine Panikattacke oder so gehabt, dann dieses krasse Zittern auf einmal. Aber er sieht jetzt, also momentan verstehe ich es, weil sich's gerade wieder beruhigt hat. Ah, ganz schwierig einzuschätzen. Wäre super interessant, was ein Rettungssanitäter oder so sagen würde oder ein Arzt gerade zu der Situation. Ich kann beide Seiten gerade verstehen. Ich überlege gerade, wie ich handeln würde. Also wenn das Ankatrin passiert wäre und wir nur zu zweit gewesen wären, hätte ich, glaube ich, auch zuerst gefragt, was los ist. Aber ich hätte viel zu viel Angst gehabt, weil ich mich selbst so wenig auskenne, dass ich sofort Code Red gedrückt hätte. Wäre ich in der Situation, Hugo zu sein und hätte mit Kollegen, würde ich sagen, ey, noch nicht Code Red drücken, weil, aber aus dem Aspekt heraus, weil ich diese krasse Schüttelfrost und das Ganze hatte, Schüttelfrost, dieses Zittern, nachdem ich verschüttet war und sich das dann quasi wieder beruhigt hat. Ich weiß natürlich jetzt nicht, inwieweit Hugo körperliche Schmerzen hat, weil das ja wenig kommuniziert wird, außer jetzt das Sodbrennen. Wenn er dann zusätzlich noch Bauchschmerzen hat oder so, dann hätte ich zum Beispiel Angst wegen Blinddarmdurchbruch oder so. Je nachdem halt auf welcher Seite und dann natürlich sofort Code Red. Aber ja, ich kann jetzt beide, also hätten sie sofort Instant Code Red gedrückt, würde ich es zu 1000% verstehen. Kann jetzt aber auch verstehen, dass noch gewartet wird und jetzt gerade noch nix ist. Schmeckt ja komisch. Keine Ahnung. Ich hab den immer rausgesprungen und dann hat weiter geschlafen. Ja. Übel, kein. Übel, okay. Ja. Oh, man muss halt auch dazu sagen, was ich halt so mitbekommen habe, ist ja, dass Hugo ein paar Vorgeschichten hat. Da muss man dann natürlich nochmal anders irgendwie das bewerten. Ist mir gerade eingefallen. Obwohl mir nicht kalt ist. Also das ist ein sehr schneller Impuls. Das ist es. Es geht jetzt nur darum, für mich abzuschätzen, ob wir die jetzt auf den Rücken legen und so lange stabilisieren müssen. Das ist immer schlimm. Ja, deshalb frage ich dich ja gerade, um abzuschecken, in welche Richtung es sein kann. Wie gesagt, es kann von einer Panikattacke sein, weil du gerade eben nicht atmen konntest, bis hin zu einer Lungenentzündung oder zu irgendwas sonst. Aber du hast kein Fieber, oder? Merkst du, ob du Fieber hast? Fühlt sich nicht so an, okay? Gut. So, Joe, wie ist jetzt dein Puls? Also erheblich langsamer und viel stärker, aber trotzdem noch ein bisschen unregelmäßig. Junge, du hast mir so einen Schrecken eingejagt. Ich dachte, du wirst jetzt sterben, Mann. Ja. Das ist so Maus, ey. Ey, also ich weiß, wie Sandra es meint. Und ich glaube, wäre die Aussage 2 oder 3 Stunden später, kann man drüber lachen. Aber wenn ich jetzt Hugo wäre, die Aussage jetzt, finde ich ein bisschen schwierig. Aber, ist vielleicht was man nicht unbedingt hören will. Für mich warst du schon halb tot, ey. Ja. Ja, komm, Hugo, lass einfach alles raus, scheiß drauf. Ja, voll.
Sandra, oben ist Toilettenpapier. Gib mir mal was zum Schmerzen. Was ich super interessant finde, ist, dass, also zumindest jetzt im Schnitt sieht man es nicht, dass man nicht mitbekommt, was Hugo gerade will bezüglich Codes. Weil er ist ja, man darf nie vergessen, er ist gerade ansprechbar. Er redet zwar nicht viel, aber er ist ansprechbar und er versteht, was man ihm sagt. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was im Schnitt ist, aber es wirkt gerade so, als hätte er noch nicht gesagt, ich will jetzt Code Red oder Code Yellow drücken. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn das so ist, kann man halt drum diskutieren, was die anderen hätten machen sollen. Im Ende, klar, die anderen haben eine Verantwortung für dich, wenn es dir nicht gut geht, aber er ist halt noch, du merkst, dass er ansprechbar ist und noch sagen kann, was er will. Das heißt, er kann sagen, ey, ich will jetzt Code Yellow oder ich will jetzt Code Red drücken. Und man sieht ja gerade, zumindest im Schnitt, dass es noch nicht so passiert ist. Oh Gott. Aber es sieht gerade aus, als hätte er Schmerzen. Also auf der Seite. Kommt es vom Magen gerade oder vom? Okay, jetzt sagt er, bitte drück. Okay. Okay, so, wir drücken jetzt rot. Ja. Seht ihr? Jetzt sagt er, bitte drück. Und alle sagen, okay, wir drücken jetzt rot. Keine Diskussion gerade mehr. Oh fuck, der Arm. Sandra? Ja? Drück das bitte? Ja. Hugo, du willst das jetzt, ne? Okay, jetzt wird gemacht. Ich hol das Zertifikat. Okay, super wichtig. Also ich finde es wichtig hier zu sehen, dass, also vorher war er ja auch schon ansprechbar und hat noch nichts gesagt. Und jetzt sagt er, bitte drück rot oder irgendwas, ist egal was. Und es gibt keine Diskussion. Das finde ich gut. Also die Leute sehen, wie kacke es ihm geht. Und ich bin jetzt gespannt, ob jetzt mit dem InReach oder so irgendjemand mit dem Team dann redet, um zu sagen, dem Team, was ihm fehlt und so weiter. Also, Hugo, ein Notruf ist raus. Krass, krass, krass. Der allererste Code Red bei Seven vs. Wild, oder? Empfang, Empfang, Empfang. Wir haben es nach 0 Uhr, ich glaube 0.10 Uhr oder sowas. Es kam gerade ein Code Red von Hugo rein. Krass. Security-Team hat mich gerade angerufen, die sind schon unterwegs. Also sie sollten in 5 bis 10 Minuten da sein. Aber ich versuche jetzt trotzdem hier schnell mal Empfang aufzubauen. Ja. Um ihn anzurufen. Oder das Team anzurufen. Oh, Fritz ist voll nervös. Scheiße. Code Red mitten in der Nacht ist kein gutes Zeichen, Leute. Ne. Ich hab grad ein SMS bekommen. Hugo muss raus. Ferm, Panik oder elektrisch N. Leber bedroh. Oh! Ja, wir können jetzt mal, also die sind eh unter... Leber! Leber? Hat der gelbe Augen oder was? Also wie... Das hat wahrscheinlich Joe geschrieben. Wie kommen die auf Leber? Hat er schon eine Vorgeschichte? Ich meine, ja, wenn du zu wenig trinkst und so weiter, geht es irgendwann auch auf die Leber, aber das sollte jetzt eigentlich nach 7 Tagen nicht der Fall sein, wenn du nicht eine Vorgeschichte dazu hast. Vielleicht an der Augenfarbe oder weil es ihm halt im Leberbereich, weil er da Schmerzen hat? Krass, krass. Unterwegs, so, die und eine stand lebensbedrohlich? Oder naja, leb.bedr. Mhm. Ach so. Ach so, nicht Leber. Okay, hä?
Hallo, wer ist da? Joe hier. Seht ihr schon die Lichter vom ATV? Es müsste schon direkt ein Team zu euch unterwegs sein. Ja, wir sehen den Quad, ja. Wir sehen den, jawohl. Also, kurzer Stand. So wie es ausschaut, hat Hugo gerade, oder hat er entweder eine Panikattacke oder irgendwas mit den Elektrolyten. Ah, da kommt was. Ja, Hugo, da kommt was. Und ich hab hier. Nein. Perfekt, okay. Du hast Krämpfe im Bauch? Ja. Okay. Das ist jetzt dein Wasser. Wir kriegen das alles gemeinsam hin. Ja, Hilfe auf kommt. Jeden Fall. Hilfe kommt, wir sind alle hier. Genau. Das ist jetzt gut, was Sandra sagt. Jetzt ist sie wieder. Jetzt funktioniert sie wieder für Hugo. Das ist gut. Die Sanitäter kommen da jetzt. My name's Jim, this is Mike. Michael, go take a look. Perfect. Also, hier ist ein Arzt. Stomach cramp. Sodium burn. Reflux, ja. He's shivering very hard all the time. Ist gleich vorbei, Hugo. Versuch ein bisschen zu atmen. Geht mir wirklich nicht. So, wir sind da. Hugo ist noch nicht da, der wird gerade abgeholt. Wie gesagt, Medics und so weiter sind alle schon längst da und kümmern sich lange um ihn. Wir warten jetzt hier auf ihn. Und dann er ist auch, war da gerade ein Krankenhaus. Das ist gleich geschafft, Digga. Wir haben nicht ganz doll die Bedenken den Tag an dich. Bald, alles wird gut. Wir sehen uns. Vorsichtig, Digga. Hier ist das Loch vom Feuer. Okay, Joe redet gerade mit dem Sunny. Das machen wir ganz langsam, wie wir sonst immer gemacht haben. Ganz easy going, langsam. Oh, du bist gleich unten, guck mal. Okay, jetzt müssen wir kurz verstoppen, hier ist der Fluss. Okay, so we're gonna see this way. We wanna go this way, here go. Komm, oh, die letzte Anstrengung für heute. Hugo, du Maschine! Hugo! Hau rein! Guck, er lacht schon. Wir denken an dich! Oh, krass, jetzt auch diese Ungewissheit. Dann für die, die unten bleiben, die wissen ja, die kriegen ja keine Rückmeldung, was mit Hugo los ist. Oh, ich bin gespannt, ob die das im Funkspruch oder so einbauen, weil das muss für die ja psychisch dann super schwierig sein, wenn gerade mit so, in so einer Situation der Hugo rausgeholt wird und die, die unten übrig bleiben, einfach nicht wissen, was los ist mit ihm. Oh Gott. Hauptsache, es geht ihm gut. Boah, Fritz ist fertig mit den Nerven. Boah, Fritz auch ein bisschen überfordert mit der Situation, verständlicherweise irgendwie. Ab ins Krankenhaus, oder? Oh, fuck, im Krankenhaus. Die ausführliche Situation um Hugo und seinen Gesundheitszustand seht ihr in voller Länge im 7 vs. Wild Behind the Scenes auf YouTube. Ey, sorry, ganz ehrlich, das Interview von Stefan kam in voller Länge rein und das jetzt nicht? What the fuck? Jetzt könnte ich natürlich meinen Chat fragen, Chat, was hat Hugo dazu gesagt? Aber ich bin nicht live. Oh, das finde ich jetzt kacke. Also das gehört schon in die Hauptfolge. Vor allem jetzt die Leute, die es halt auf Amazon Freevee gucken, müssen ja ewig lang dann warten.
Ich meine, man hätte zumindest grob andeuten können. Ey, ohne Scheiß, es ist wie damals, weil ich hier zusammengebrochen bin bei der Siegerehrung und es einfach nirgends auch nur mit einem klitzekleinen Wort erwähnt worden ist und ich dann 1000 Nachrichten bekomme, was mit mir los war. Ey, sowas gehört in die Hauptfolge. Der liegt da gerade im Krankenhaus, hat da irgendwelche Dinger dran gesteckt. Das gibt's doch nicht. So, ich guck jetzt nach hier. Ich guck jetzt nach. Okay, ich lese jetzt was vor, was ich jetzt gefunden habe. Hugo hat gerade noch mal... Es ist das Richtige? Nö. Alter, das wird ja... Okay, ich lese jetzt was vor, was anscheinend bei Hugo dann in seinem Stream kam. In seinem Stream hat er verraten, was los war. Seine Leberwerte waren schlecht. Also doch die Leber. Aber das kann ja... Er war maximal dehydriert und hatte zusätzlich Panikattacke und Sodbrennen. Okay, Panikattacke und Sodbrennen hat man gemerkt. Ey, krass, dass die Leberwerte so schlecht sind. Aber das, die müssen ja, also die können ja nicht von heute auf morgen einfach so in den Keller sinken, oder? Da steht dann, Flüssigkeitsmangel kann tatsächlich die Leberfunktion beeinträchtigen. Bei schwerer Dehydration wird das Blut dicker, was die Durchblutung der Leber erschwert und somit ihre Entgiftungsfunktion beeinträchtigt. Also, ganz ehrlich, also ich glaube nicht, dass es die Dehydration war. Da muss vorher schon irgendwas gewesen sein. Ich habe auch gesehen, dass diskutiert wurde wegen Gesundheitscheck und so weiter, bevor ich bei Seven vs. Wild mitmachen konnte. Also ich musste ein ärztliches Attest denen zeigen, dass bei mir alles in Ordnung ist. Aber wir wissen ja auch, dass Hugo eine andere Vorerkrankungsgeschichte und so weiter hat. Das heißt, das kann alles irgendwie damit zusammenhängen und dann ist es natürlich was anderes als ein Gesundheitsattest von mir. Ich persönlich glaube nicht, dass es eine Dehydration war, weil wir haben ja oft gesehen, wie er was trinkt. Und ich kann es halt nur zu mir selber vergleichen. Ich habe in 14 Tagen weniger als 300... Ne, ich habe täglich so zwischen 300 und 700 Milliliter getrunken, vermutlich eher weniger. Und das aber durchgehend für 2 Wochen... Und ich hoffe oder glaube, dass bei mir nicht die Leber geschädigt war. Also ich wüsste nichts davon. Sondern ich musste halt danach einfach richtig krass Infusionen bekommen. Und bin halt zusammengebrochen, weil ich zu wenig Wasser getrunken habe. Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Da muss ja vorher schon was im Argen sein. Auch so in 6 Tagen, dass deine Leber so krass zusammenbricht. Kann natürlich sein, ich bin keine Ärztin, ich weiß es nicht, aber es ist schon ein bisschen beängstigend, dass das so schnell gehen kann. Krass. Richtig krass. Da scheint noch einer, Stress, unzureichende Ernährung und Dehydration können bestehende Leberprobleme natürlich verschlimmern. Ja, voll. Also ich bin echt gespannt, was jetzt dann noch im Behind the Scene kommt. Da steht, Hugo sagte, er habe viel zu wenig getrunken und sei stark dehydriert. Wenn der Körper dehydriert ist, zirkuliert weniger Blut durch die Leber, was die Fähigkeit der Leber beeinträchtigt, Toxine und Abfallprodukte effizient zu filtern. Daher die beschriebenen Leberschmerzen und schlechte Leberwerte.
Und es wird weniger Speichel produziert, Magensäure, bla bla bla. Die Dehydration führt zu einem Elektrolytemangel, sodass die Funktion von Muskeln und Nerven beeinträchtigt wird. Ja, verstehe ich, das ist das Zittern. Hugo hat außerdem eine Vorerkrankung, das kann natürlich eine Rolle spielen. Das glaube ich, er hatte ein Medikament erwähnt, das er wegen seinem Aneurysma nehmen musste, die wohl seine Leber beeinträchtigt haben. Okay, ja, wie gesagt, also ich glaube, aber ich bin keine Ärztin, das muss alles Hugo sagen, bitte, auf jeden Fall. Also ich kann ja nur Vermutungen anstellen. Ja, also ich finde es super spannend, dass so erhöhte Leberwerte aus dem Nichts kommen können. Ich glaube eher, es ist eine Kombination aus allem, aber dass es jetzt nur die Dehydration ist, bei jetzt einem gesunden, normalen Menschen, nimmt mich jetzt nicht die Wörter ganz auf die Goldwaage, glaube ich nicht, dass es nur an der Dehydration liegt, weil du da eben zuerst erstmal, glaube ich, umklappst und da halt echt viel passieren muss. Und die haben ja schon einiges getrunken. Also man hat die auf jeden Fall immer wieder trinken gesehen. Aber man darf das halt nie unterschätzen. Ey, trinken ist teilweise so anstrengend in der Natur. Und auch wenn du es weißt, dass du dich hydrieren musst, ist halt super schwer. Boah, ich bin echt gespannt, was da jetzt dann noch so rauskommt beim Behind the Scene. Krass, ja. So schnell kann's gehen, Alter. Oh, den muss jetzt richtig kacke gehen. Guten Morgen. Ich habe mittlerweile Hugos Mütze an. Hugo wurde ja gestern Abend abgeholt. Es war ein riesen Schock für mich, weil ihr müsst wissen, Hugo schläft, hat immer da hinten geschlafen. Hier zwischen Julia und mir quasi, aber nur hinten. Und mitten in der Nacht ist Hugo einfach auf mich gekrochen. Und eigentlich ist das normal, wenn er pinkeln will, weil hier quasi der Ausgang ist und er muss zwangsläufig an mir vorbei. Mhm. Aber der hat dafür so lange gebraucht und dann habe ich mich... so krasse Geräusche gemacht. Genau, so... Also er hat so super, super schwer geatmet und extrem laut und man hat irgendwie gedacht, er kriegt keine Luft. Ja, dann... Ich kam überhaupt gar nicht klar. Und dann, ich kann mich daran irgendwie auch nicht mehr so gut erinnern, aber auf jeden Fall haben wir dann Joe gerufen und ich glaube, den Rest habt ihr dann ja gestern auf allen anderen Kameras gesehen. Ich konnte nicht mitfilmen, ich fand das irgendwie zu crazy. Ich saß ja auch die ganze Zeit im Hof, versucht zu streicheln. Julia, also blöd gesagt, es ist sau gut, dass die das für uns gefilmt haben, damit wir das dann so miterleben dürfen und sehen dürfen. Aber ich finde das auch immer so ein bisschen komisch, wenn du dann das filmst, wie jemand so leidet. Das ist irgendwie ganz komisch. Ein Telefon. Junge, das war ein Film, ne? Das war irgendwie alles zu viel für mich. Dann habe ich gestern Abend noch Joe und Uwe so ein bisschen angezickt, weil ich das Gefühl hatte, die nehmen die Situation nicht ganz so ernst, wie es... Okay, spannend, dass sie da sagt, Joe und Uwe, also die haben da gemeinsam das beurteilt, wie auch immer man das jetzt nennen will. Hugo geht, aber doch, das haben sie, ich habe es irgendwie noch falsch verstanden und habe die Jungs gestern ein bisschen angezickt, habe mich aber gerade schon entschuldigt und die meinten, dass es absolut vollkommen okay ist, wenn man so reagiert, nachdem irgendwie sowas Heftiges passiert, was mit Hugo jetzt passiert ist. Ja, aber wir wünschen an der Stelle gute Besserung an Hugo. Na, kann man nichts sagen, ne? Krasse Folge. Krasse Staffel. Super kalt, dann werden fast alle verkokelt. Dann Code Red wegen Hugo. Also ist schon alter Falter. Die erleben schon krass viel. Let's go. Letzten 7 Tage Seven vs. Wild starten jetzt. Bis später, Peter. Heute wird ein neuer Lootcover gedruppt. Also, wir werden heute vermutlich wieder eine Funknachricht bekommen. Ah, okay. Und weil wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, ob die noch nicht gecheckt haben, dass es halt so nur alle 2 Tage ist, aber anscheinend
haben die das natürlich schon begriffen, weil er jetzt eben auch meinte, dass sie wahrscheinlich wieder was kriegen. Ich werde in dieser Funknachricht wieder irgendeinen Koffer angekündigt, den dann Uwe finden muss. Und wir können uns ja schon mal überlegen, was wir am liebsten da drin hätten. Also wir haben schon mal gedacht, gar nicht so blöd wäre es, wenn ein Jagdgewehr darin vorhanden wäre. Und was, ein Jagdgewehr? Alternativ Angelmaterial, also gescheites Angelmaterial, aber Köder ist hier halt überhaupt nichts. Ich habe zwei winzige Larven gefunden. Ich habe jetzt eine Fliege gebunden, damit können wir, damit können Julia und Sandra versuchen, unten Fische zu fangen. Ich habe da gestern Abend auch ein paar gesehen. Was hätten wir sonst noch gerne? Ja, wir hatten ja über Tarp gesprochen und so weiter. Ja, ein Tarp wäre ganz gut, weil falls das anfängt zu gewittern oder zu stark zu regnen. Mhm. Genau. Weil sonst, ich sag mal übertrieben gesagt, haben wir ja fast alles. Ja, uns geht es eigentlich gut. Also das Einzige ist, dass wir nicht an Nahrung rankommen. Mhm. Oder zumindest bisher. Das ist so eine Zeit- oder Wahrscheinlichkeitsfrage. Mhm. Ja, oder die haben irgendwo einen ganzen Hirsch hingelegt. Dann hätten wir auch die restliche Woche was zu tun. Das wäre schon geil. Könnte ich die Schlingen abhängen, weil so richtig wohl fühle ich mich mit den Schlingen nicht. Ey, stellt euch mal vor, dass da ist ja ein Jäger und der schießt irgendwo einen Hirsch und den verstecken die für die, damit die da so Nahrung haben. Oh, das wäre aber auch irgendwie geil. Aber seht ihr, Joe fühlt sich auch nicht wohl mit den Schlingen. Verständlich, ist halt eine scheiß Art zu jagen. Nicht? Aber das ist das Einzige und um alle einigermaßen gesund durchzukommen, wäre das schon sinnvoll. Und meine Prämisse hier ist ganz klar, dass es eine Situation ist, wo wir nicht nach 14 Tagen rauskommen, sondern vielleicht nach Monaten. Und da brauchen wir irgendwann Fleisch, da brauchen wir irgendwann größere Mengen Nahrung. Ja. Das sind Winkel. Die wollte ich nie zeigen. Ich glaube, jetzt zeige ich sie schon zum 14. Mal. Jawohl. Ey, wie geht's meiner Beule eigentlich? Da ist immer noch ein Cut, aber... Genau, aber sie wird besser. Aber die ist nicht mehr so dick, ne? Ja. Ein bisschen. Ja, ist besser. Geil. Okay, Leute, ich weiß nicht, wo Joe gerade ist. Nee. Wie haut nochmal die Speicher? Gib nochmal die Speicherkarten. Uwe. Mein Gott, einfach Uwes Name vergessen. Uwe bringt jetzt die Speicherkarten wieder zum Briefkasten. Junge, und wir hoffen, dass wir da wieder eine Kassette drin haben. Ja. Weil also bisher ist das Muster alle 2 Tage und es wäre richtig geil, wenn das weitergehen würde. Ja. Und cool. Ich hoffe, was hast du drin? Boah, irgendwas zu essen. Ja. Moin, meine lieben Bootser, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Heute mit dabei, Flying... Niemand. Kein Flying Hugo heute am Start. Hugo ist von uns gegangen. Habt ihr alles mitgekriegt? Das klingt. Krämpfe ohne Ende, gezittert ohne Ende. Jetzt geht es für mich alleine zum Briefkasten. Ich will die nächste Tonaufnahme von Fritz Meinecke. Wir haben schon ein bisschen rumspekuliert, was ist da drin, was könnte es sein. Also notgedrungen, sage ich mal, haben wir irgendwie alles. Das einzige Sinnvolle wäre jetzt einfach, wisst ihr, was zu fressen. Also jetzt, wenn man so das Ganze mal objektiv betrachtet, wer könnte als nächstes rausfliegen? Könnte es eventuell Sandra sein? Und danach halt Julia. Wobei ich vielleicht auch denke, dass wenn Sandra raus ist, dass Julia erst recht vielleicht sogar noch mit uns durchhalten könnte. Ja. Aber vielleicht mache ich jetzt hier eine Vorhersage und am Ende des Tages bin ich der Nächste, der rausfliegt. Kann alles sein. You never know. Plötzlich, naja, Stefan war auch eine komische Überraschung, die rausgegangen ist. Plötzlich Hugo mitten in der Nacht, plötzlich eskaliert es. Und es gibt halt Dinge, mit denen man nicht rechnet. Und dann fliegt auf einmal jemand raus, wo man denkt, ey, der hätte doch noch durchhalten können. Oder ey, an dem habe ich geglaubt. Scheiße, wieso hat das nicht funktioniert? Weil manchmal einfach Dinge passieren, womit du überhaupt nicht rechnest. Und das, meine lieben Zuschauer, ist Seven vs. Wild, Staffel 4. Nice. Da haben wir den Briefkasten.
So. 3, 2, 1. Ja. Oh. Ja, Funkspruch Nummer 4. Inklusive neue Powerbank. Geil. Ich bin gespannt. Ich denke mal, dass ich wieder den Koffer, Rucksack oder was auch immer holen werde. Mal schauen, wo mich der Weg jetzt hin verschlägt. Schönes Ding. Freue ich mich. Habe ich heute wieder einen Auftrag. Das ist wichtig. Der Mensch braucht Ziele. Er braucht Beschäftigung. Yep. Ja! Leute, Uwe hat eine Kassette. Junge, ist das geil. Ist das geil, ist das geil. Und jetzt muss ich aber hier so einen Tanz machen. Ist das geil, ist das geil. Da wird meine Zigarette sein. Da wird meine Zigarette sein. Du schläfst daneben. Schätzelein. Schätzelein. Okay. So, wir sind gespannt. Jetzt wird gespielt. We are ready. Are you ready though? Ja, yeah, I'm ready. Immer. Okay. Ich spiele ab, okay? Ja. Yeah. Funkspruch 4. Hawaii-Koffer. Standort. 550 Meter Luftlinie in Richtung Nordost vom Flugzeug aus. Laufdistanz ca. 900 Meter. Boah. Wegbeschreibung. Lauft ca. 450 Meter Richtung Osten auf eurer Seite des Flusses bis zu einem Weidezaun. Ah, den habe ich gesehen. Nutzt nach der Überquerung des Baches und dem kurzen Steinanstieg die große Freifläche, um dort diesen alten Weidezaun ausfindig zu machen. Folgt dem Weidezaun bergauf ca. 550 Meter Richtung Norden. Dieser Zaun führt euch teilweise durch Wälder und zum Schluss an steilen Passagen vorbei. Krass. Am Ende des Zaunes befindet sich der Koffer an einem Felsen. Ende. Also Hugo und ich haben den Zaun gesehen, der ist so komplett aus Metall und so fettem Draht. Ja. Das müsste da sein. Und dann waren wir auf dem Berg quasi und dann, okay, ich weiß ungefähr wo. Oh. Also es hört sich so an, als ob das, ob das etwas aufwendiger, anspruchsvoller ist. Soll ich mitkommen? 100% ist anspruchsvoll. Ja. Ja, soll ich mitkommen? Das Problem ist, wenn zwei Leute jetzt kommen, verschwenden zwei Leute ihre Energie, weißt du? Das habe ich durch Hugo gelernt, weil es war cool, dass er mitgekommen ist aus Loyalität und so, aber der hat sich dadurch komplett in den Arsch gehauen. Aber wenn du fällst und dich verletzt. Ja, dann bist du alleine. Das ja gut, dann hat er es in Reach. Das passt schon. Dann hat er es in Reach. Wenn es ernst ist, Kopfsturz. Also ich würd mitkommen. Boah, das ist halt immer schwierig, ne? Also Joey hat voll recht. Ich find's voll gut, dass er will, dass jemand mitkommt, weil die sind halt schon super geschwächt. Auf der anderen Seite, wir alle gehen ja so oft alleine irgendwo hin, wo, wenn uns was passiert, wir halt auch einfach im Arsch sind. Natürlich, er ist halt jetzt deutlich weniger bei Kräften, was natürlich das Gefahrenrisiko viel höher macht. Aber ich verstehe auch das Argument, dass dann halt zwei Leute die Energie verballern. Die Frage ist, ob es vom Weg her ein bisschen ähnlich ist zur Schlingfallenroute von Joe, dass er dann sowieso schon auf der Höhe ist und dann halt nur mehr rübergehen muss und das vom Kraftaufwand nicht so viel mehr ist. Das könnte sein, dann wird es Sinn machen. Komm, aber ich würde heute gerne die große Runde wieder machen und einen Baumstamm wieder runterbringen. Und ich weiß, dass ich das genau einmal schaffe, so eine Runde, ein zweites Mal schaffe ich nicht. Mhm. Also deshalb, das ist mein Vorschlag. Und mein Vorschlag wäre tatsächlich diesmal, außer ihr wollt halt unbedingt mit euch eher die Kräfte einzuteilen. Ja, ja, also ich würde eigentlich schon voll gerne mit, ne? Aber wenn ich sehe, was mit Hugo passiert ist gestern. Also das sind fast 2 Kilometer, die du läufst, ne? Die werden dich komplett aussaugen. Mhm. 2 Kilometer hier im Gebirge, das ist wirklich...
Also auch so wieder so, wir waren glaube ich letztens 3,5 Stunden unterwegs oder so. Ja, okay. Dann, ey, ich bin schon außer Atem, wenn ich vom Pipi machen. Ey, an alle, die jetzt gerade das Video gucken, würdet ihr mitgehen? Ich weiß, es ist schwierig, wenn man nicht in der Situation ist von Kräftedings, aber würdet ihr mitgehen? Ich denke mir halt immer so, ja, Rumatra und Trimax haben auch so viele Kilometer geschrubbt, aber die haben halt auch durch die Kälte nicht so viel Energie verballert. Und es geht halt bergauf, das heißt, du musst zusätzlich Höhenmeter machen. Das hatten wir halt kaum. Ich meine, bei uns schon, ich weiß jetzt nicht, wie es bei, weiß nicht mehr, wie es bei Trimax und Rumatra war, aber die waren ja eher flach am Strand. Aber wir hätten auch nicht jeden Tag so eine Tour machen können. Ja, ich glaube, es ist gut, dass sie beim Flugzeug bleibt, Julia. Und zurückkomme. Nimmst du das Funkgerät auf jeden Fall mit, was du nachhören kannst? Ja, genau, habe ich auch gedacht. Ich nehme sogar den Rucksack, glaube ich, mit. Dann. Ja, okay, dann mache ich noch die Schmackos raus. Ja, oder pack dir 3 Schmackos rein. Genau, ja, mach ein paar Schmackos rein, die geben mir dann für, ja. Scheiße, ey. Danke, Uwe, Mann. Ich habe mich jetzt gerade von der Kuh verabschiedet. Ich packe jetzt noch ein bisschen Wasser rein. Das werde ich brauchen. Der Schmackofatz muss rein. Let's go. Wie der wohl schmeckt. Wer von euch möchte jetzt auch so einen Schmacko testen? Das Gute ist, was ich gerade denke, jetzt kann ich schneller gehen. Mhm. Weil Hugo hat immer gesagt, Uwe, ganz langsam. Mach langsam. Und ich bin so ein Typ, ich kenne halt viel Bewegung und dann bei mir ist immer im Kopf, so schnellst wie möglich da sein und schnellst möglich wieder zurück sein. Aber jetzt denke ich an meinen Hugo. Oh, süß. Ich brauche nur langsam machen. Mich stresst ja keiner. Ist kein Rekord. Süß. Denn ich muss meine Energie intelligent, smart aufteilen. Das kann das echt in die Hose gehen. Ego zurück, sportliches Ego zurück. Ganz entspannt machen. Expedition Hawaii-Koff. Let's go. Was glaubt ihr, ist im Hawaii-Koffer? Da werden wahrscheinlich so ganz unsinnige Hawaii-Hemden drin sein. Dann natürlich diese Blumendinger. Was verbinde ich mit Urlaub? Vielleicht Sonnenbrillen? Chips und was Süßes? Und vielleicht irgendein Scheiß, den sie eh nicht anrühren dürfen, weil es irgendwie, weiß nicht, weil es halt nicht so klug wäre. Was gibt's denn? Jetzt sind da die Drogen für Hugo drin und der ist nicht mehr drin. Sein Gras, sein Marihuana. Heute geht's weiter. Ich baue hinten, da drüben, wo die Bäume sind, baue ich halt die Notunterkunft. Wir haben jetzt in 7 Tagen auf einer Seite ein bisschen Glück gehabt, dass wir keinen Sturm hat und auch keinen Schnee oder Regen. Und deswegen muss ich gucken, dass heute die Schutzhütte zumindest mit einem Dach versiegelt ist. Mhm. Dass, wenn morgen, übermorgen, die nächsten Tagen doch eine Wetterfront kommt, dass wir eine Rettung haben. Mhm. Also wir heiß, 2, 3 mindestens in der Kabine von dem Flug. Da kann man halt auch eine Unterkunft haben, sich schützen vor Wind und Wetter. Begrenzt natürlich an der Extreme von Wind. Aber die Hütte da unten, die ist zur Not für alle. Wir kommen gut voran. Die Stimmung im Team ist stark, sehr stark. Die 2 Mädels sind fantastisch. Super. Die sind, Frauen sind sowieso in Extremsituationen. Muss man leider sagen, Jungs.
Stimmt, er hat letztes Jahr, als er die Teams eingeschätzt hat vor der Staffel, hat er auch Affe und mich super weit gerankt, ne? Oft stärker mental. Die können sehr viel einstecken. Ich glaube, die meisten von uns Männer und Kerle und Jugendlichen, also ich inklusiv, ich glaube, ich würde keine Geburt überleben. Wie das überhaupt geht, das ist schon unfassbar. Aber selber Vater von 4 Kindern, muss ich sagen, ich bin so dankbar. Dass er es nicht machen muss. Dass meine Kinder die allergrößten sind. Für mich natürlich und für meine Frau. Geht es wahrscheinlich den meisten Eltern. Gleich. Aber zu sehen, wie die halt aufwachsen und diese so Phasen im Leben und wie die so auch kämpfen mit der gesamten Situation und trotzdem, sag ich mal, das alles meistern. Und ja, ich als Vater manchmal verzweifelt und kenne natürlich auch die Lösung nicht. Aber bis jetzt alles super. So, Freunde. Seven vs. Wild Staffel 4, New Zealand. Wir sind ins Gebirg, wie man sieht. Über uns geht's hoch hinaus. Es ist kalt, es ist schön, es ist hart, man leidet. Und ich liebe es. Und ich liebe es. Kennen wir vom Intro. Viele Grüße nach Deutschland. Von Österreich. Auf der anderen Seite, from the world. Und der Schweiz. Und alle, die gucken. Der Berg müsste es gewesen sein. Boah, krass. Wo da der Zaun geht. Also hier vorne, der hier. Ja. Oh, guckt euch an, wie steil das ist. Ja, krass. Puh. Steil, steil. Anstrengend. Eigentlich müsste der Zaun dann so und darüber gehen. Laut meiner räumlichen Orientierung. Ja. Ah. Puh. 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 Wow, jetzt schon außer Fuß. Ja, schön langsam machen. Vor. Boah, krass, ja. Seven vs. Wild, 2 Tage davor. Bin ich 15 Kilometer noch mal gelaufen, so just for fun. Jetzt laufe ich ein paar Meter am Berg hoch. Mhm. Ja. Und bin außer Puste. Ist nicht ohne, was du da verlierst in Kraft. Wow. Wenn halt nichts reingeschoben wird in den Beißapparat, ne? Keine Energie nachkommt. Ist heftig. Geil, immer auf dem Bauchgefühl hören. Es war nicht da vorne, wie ich dir zuerst dachte. Bin hier weitergegangen. Ja, zu diesem, ich nenne ihn mal Waldberg. Hier ist immer so Bäume, denn da wieder. Und zwar beim zweiten. Und ihr seht hier. Halleluja. Dass er Handschuhe anhat. Alter, geile Aufnahmen. Ja, ich glaube, es ist gut, dass keiner sonst mitgekommen ist. Häuschen. Oh, ist schon sausteil, Alter. Wahnsinn. Ja. Voll die Pumpe gerade, krass.
Unser Lager ist auf 6 Meter Höhe, auf 600 Meter Höhe. Ist da die Luft schon so doll anders? Mhm. Na, keine Frage, wir fressen nichts, gar nichts, haben nichts. Ist halt einfach, also ist jetzt nicht die Höhenluft, glaube ich, sondern halt einfach. Weil halt keine Energie reinkommt in den Körper. Seitdem ich hier bin und wir da gelandet sind, gibt es einen Baum, der mich irgendwie lockt, der irgendwie zu mir sagt, Uwe, komm her. Und das ist der Baum ganz da hinten auf dem Berg. Ah ja, der, ne? Seht ihr den, ne? Warte. Da ist ein ganz kleiner Punkt auf dem Berg. Das ist der Baum. Der sieht so schön aus. Ja. Der ist da ganz alleine und wird so bestrahlt von der Sonne. Geil. Und das Gebirge da sieht so gelb-grün aus. Das sieht einfach nur sorgenlos aus. Mhm. Das ist so krass. Wie in so einem Zeichentrickfilm Heidi oder so. Heidi. Heidi. Weil die Sascha war. Oh. Richtig wie so ein schönes Foto, Alter. Geil. Steht da so richtig alleine da. Und wartet auf mich. Ich hätte auch mal gedacht, so aus Scherz, einfach mal da hingehen. Aber das ist Halleluja. Ja. Ist das auch nicht die verbotene Seite? Auf jeden Fall echt schön, ohne Witz. Richtig geil. Ich würde diesen Baum vermissen. Niemals vergessen. So, mit diesem Draht hier. Ich habe Draht, Kabel, alles geholt, was ich kriegen kann. Zum Beispiel das hier. Vom Flug an Stellen, wo quasi ja, der Kabel raushängt. Und da binde ich jetzt diese ganze Holzbalken oder Stämme, um Stabilität einzuführen. Und genau, erstmal alles komplett kabelmäßig zusammenbinden. Und dann fangen wir an mit der Bedachung. Richtig steil. Jetzt ist es auf die andere Seite gegangen, vom Zaun. Ja. Warum? Flying Climber. Meine Beine brennen. Ah. Oder Climbing-Ube. Ah. Alter, ist das steil. Komm, Uwe. Hoch wie Donkey Kong. Ja. Fuck, es geht noch hier. Er hat ja auf der Tonaufnahme gesagt, durch den Wald. Ja, das wäre unten schon gewesen, oder? Wo er abgekürzt hat. Yeah, wo bin ich, Alter? Krass. Das ist warm. Los noch durch den Wald. Ich stink nach Schweiß. Aber sowas von. Oh.
Wisst ihr, was krass ist? Von Koffer zu Koffer. Oder besser gesagt, von Tonaufnahme zu Tonaufnahme wird der Weg weiter immer schwerer. Echt krass. Ist eigentlich voll fies. Immer schwerer. Also die schwersten und die am weitesten weg sind, hätten ja eigentlich am Anfang sein sollen. Weil, Alter, wann wollen die denn auf diesem Berggipfel, dieser eine letzte Rucksack, also wann wollen die denn darauf noch? Also wenn da nicht ein Drei-Gänge-Menü für jeden drin ist, dann lohnt sich das halt fast gar nicht. Ist schon krass. Der letzte Weg war schon krass, oder das mit der Werkzeugkiste. Aber das hier ist noch schwerer als vorher. Und ihr müsst euch vorstellen, wir werden immer leerer. Leerer, leerer und leerer. Aber es wird immer schwerer. Schwerer, schwerer. Voll fies. So, was müssen wir noch machen? Der Kopf muss ausgeschaltet werden. Wir müssen es einfach nur noch machen. Ich ruhe mich kurz aus und genieße die Sonne. Ich jag dir keiner. Fertig. Jetzt geht's in die Berge. Ich wäre gerne mit Uwe mitgegangen, den Koffer holen, aber man lernt hier langsam sicher auch seine Kräfte und seine verbleibenden Kräfte einzuteilen und abzuschätzen. Und ich weiß, wenn ich einmal die große Runde mache, meine Trapline kontrolliere und vielleicht noch eine Falle stelle, dann bin ich eigentlich ziemlich alle. Und wenn ich dann noch meinen Baum fäll und runterbringe, dann brauche ich Pause. Die sind alle schon fertig. Ich kann es voll nachempfinden. Hä? Stärke, hat sie, hat jemand gehört? Hat sie angehört wie eine Kuh. Das war schlecht, das war gut. Gut? Das kann ich dir in die Richtung umlegen. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil da Totholz oben drauf liegt. Was? Ah, okay. Alter Schwede. Stunden mitbekommen. Erst den ganzen Kladderadatsch nach unten transportieren. Schon ein ordentlicher Stamm. Also, da kriegen wir heute für eine Nacht hin. Wir haben bald angekommen. Guckt euch mal an, wo wir sind. Hm. Wow. Da ist mein Baum. Irgendwie so eine geile Stille. Nicht unheimlich. Aber ist voll der schöne Wildwechsel. Aber ein bisschen, weiß ich nicht, anders. Sieht ja ein bisschen aus wie tot. Mm. Aber krass, der Weg, der da aber hat was vorgetreten. Könnte ich mich wohl drin fühlen.
verstehe noch nicht so ganz, warum er immer von einer zur anderen Seite klettert. Also ich meine, ja, da ist der Wildwechsel, aber da wäre auch ein Weg gewesen. Ich glaube, da oben ist Licht am Ende des Tunnels. Sehr gut. Hoppla, sorry. Jetzt wäre es halt echt geil, wenn der schon wissen würde, dass da am Gipfel halt noch ein anderer ist, weil dann müsste er nur auf der Höhe nochmal rüber und dann könnte er den anderen Koffer holen. Okay, schwerer als erwartet. Kann er sich runterschubsen, jetzt ernsthaft? Ich vermute, ich werde einiges Zeit brauchen. Es dürfte so um die 50 Kilo haben. Aber wer kann sich nicht freuen über ein morgendliches Workout bei dieser wunderbaren frischen Luft? Und der tollen Aussicht hier. So, kein Bein brechen. Oh Gott. Krass. Wäre es jetzt eigentlich sinnvoll, dass man irgendwie das Holz auf die Jacke drauflegt oder keine Ahnung, wenn irgendwas anderes hat, auf irgendwas anderes, damit man unten eben eine flache Oberfläche hat, damit sich's nicht immer wieder so in diesem Gras, diese Mini-Äste reinverkeilen und dass es dann wie so eine Rutsche ist, damit es halt besser gleitet. Wäre das schlau? Ich weiß nicht. Aber fällt mir gerade so auf, weil so bleibt es wahrscheinlich immer wieder stecken. Und wenn du aber irgendwie eine Fläche hast, wo das drauf liegt, was glatt ist, dann hast du ja viel weniger Reibung. Scheiße. Boah, und jetzt muss er wieder hochrennen, die Kamera holen. Guckt euch das an. Losung, ne? Da soll man weiter. Hier hört quasi der Zaun auf. Hier hört der Zaun auf. Geht noch hier oben weiter. Hier. Hä, was war denn das jetzt für ein Sound? Wow, da oben ist ein Felsen. Der ist wirklich groß. Ich hoffe, da ist der Scheißkoffer. Weil jetzt denkt man so, okay, entweder bin ich komplett verkehrt oder das ist es jetzt. So ein Moment ist es wieder. Wenn du so einen Moment hast, wenn du das fühlst, dann ist das immer meistens das Ergebnis. Weil Zaun geht jetzt hier auch nicht mal weiter. Schicht im Schacht. Zaun weg. Da ist der Felsen. Es muss nur da sein. Ja, voll gut. Oh, da ist er. Nee.
Stopp, da geht's weiter. Wow. Da geht's weiter. Da ist noch ein Felsen. Oh. Oh Gott, wie besoffen. Und was ist das denn? Hier, fuck ihr. Ich sehe den Koffer. Ja. Yay. Oh. Nicht hinfallen. Oh. Oh, jetzt nicht verletzen. Uwe, mach keinen Scheiß. Ich sehe den Koffer. Oh. Nicht, dass er jetzt... Stellt euch mal vor, man kann in Felsen rein. Überdachung wie eine Höhle. Tarp im Koffer. Was weiß ich. Bleib da oben. Oh, das wäre krass, oder? Und dann bleibst du so da und deine Crew hat einen Kopf gefickt. Aber wenn da Platz für 7 ist, dann sag ich, ey, lass uns alle dahin. Aber voll süß, er denkt noch an 7, dabei sind es ja nur mehr 5. Voll süß. Oh. Alter, wie, was ist das denn hier? Ding ist, nehme ich den ganzen Koffer mit. Oh Gott. Puh. Alter, guckt euch den Abhang an. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Es geht einfach steil runter Richtung Wald. Boah, ist der aber... Wow. War der immer so? Oh, der ist da runtergefallen. Nee. Nee. Krass. Yay! Ich habe das Gefühl, ich muss hier pennen. Auf den. Joe hat uns wieder einen wunderschönen Monsterbaum mitgebracht zum Zerlegen. Und ich sag mal so, Knoten kann der Mann auf jeden Fall. Leicht aufgehen tun die nicht, aber... Kann ich gar nicht hingucken mit den Fingern. Wie kannst du denn 3 Bäume allein tragen? Das ist wirklich krank, ja. Wie geht das? Durch Tragen. Oh. Ach so. Nee, ich dachte, du fliegst. Boah, Joe, hast du irgendwie einen Trick, diesen Knoten aufzukriegen? Den ersten habe ich hingekriegt, mit aber der Zähnen. Hier ist jetzt wirklich hart. Einfach aufziehen. Bro, das ist, als wäre dieser Knoten mit Sekundenkleber festgeklebt. Boah, mit den Nägeln könnte ich das aber auch aufziehen. Nicht. Reißt ja ab. Ja, das hier ist ein Fallstück. Da ist mir den auf. Der ist runterstößen. Ja gut, der schon. Okay. Der erste davon ging auch, aber das hier ist jetzt wirklich... Lass mal den einmal auf. Hä? Wie hast du das jetzt gemacht? Gelockert. Ach so. Und dann siehst du diese Schlaufe, die musst du einfach ein bisschen darüber drücken. Ah, ja okay. Ach, den ja. Knoten kannte ich nicht. So. Ja okay, dann kriegst du jetzt auch hin. Jetzt muss noch nicht mal mehr aufmachen, sondern jetzt rechts. Wenn du den durchziehst, dann kann man einen Zaubertrick machen. Guck mal. Und dann machst du Knoten einfach in der Hand.
Oha! Knoten weg! Knoten weg! Oh mein Gott, ein Zauberer, der Mann! Alles klar. Vielen Dank für diese Vorstellung. Oh, mein Rücken, bitte sehr. Oh, Dankeschön. Die andere Säge hat Joey, ne? Ja. Okay. Ja, mach gerne die Kleine, um die Großen können wir uns nachher kümmern. Also. Ja, ach. Ja. Die Großen können wir auch. Die sind auch stark. Ich weiß. Dankeschön. Dann machen wir Pause, bis gleich. Sandra geht direkt ran. Yeah. Ja, wir machen jetzt die Mutter des Baumes. Ja, einfach von oben nach unten und dann haben wir den gleich. Gestern ging das auch klar. Ich wünschte, wir hätten zwei Sägen, Julia. Ja, ach egal. So, Taiwan. Vielleicht mache ich einfach mal die kleinen Äste. Ja. Erstmal, as always. Arbeitsteilung, wir können ja tauschen. Fleißig, fleißig, fleißige, fleißige Bienchen. Alter, ist das hoch oben. Und der andere Koffer ist doch hier oben, oder? Oh, fuck. Let's go. Yeah, Hawaii, man. Ab ins Lager. Warum trägt er ihn? Ich würde den einfach brutal über den Boden schleifen. Dem Koffer tue ich mir auch keinen Gefallen. Aber egal. Ganz ehrlich, wäre mir scheißegal, ob die Rollen oder irgendwas kaputt wird. Jetzt habe ich ja wirklich Zeit. Koffer ist da. Alles steht. Ganz langsam mal. Aber den Koffer könnte man echt nochmal gebrauchen. Ah, guck! Habt ihr am Handgelenk, ja genau so wie es jetzt macht, am Handgelenk hat der schon so eine Blume. Genau so würde ich es auch machen. Die Blümchenarmbänder. Das Schweinchen. Oh, hier schießt. Oh, hallo. Oh, sind das die Possums? Schon, oder? Hey, das hochzulaufen hat sich so übelst anstrengend angefühlt. Ja, da ist Antonia. Unser Baum, Antonia. Antonia? Ach so, das ist der Baum da oben, oder? Was das von hier aussieht, ey. Wow. Da ist ein Flugzeug. Das ist unser Lager. Gucken, ob die mich sehen können. Ja. Geil. Oh. Next one. Schön macht sie das. Boah, ich hoffe, wenn ich hiermit fertig bin, ist Uwe da. Das wäre richtig geil. Das wäre voll das Erfolgserlebnis. Oh, jetzt wird's wieder steil. Ich habe den Koffer jetzt einfach fallen lassen hier. Weil der mir so auf den Sack geht. Ja. Jetzt kann ich ganz entspannt runter. Verstehe ich. Gute Idee. Schön auf den Popo runterrutschen. Ist doch, ja, ist gut. Hey, kann man eigentlich runterrutschen? Wie Bobfahren. Yay!
solange nicht dein Zaun rutscht. Oh, wie geil ist das denn? Oh. Geil, das muss Spaß gemacht haben. Geil. Geil. Ich hoffe, meine Hose ist hinten noch ganz. Oh. Er hält sich einfach drauf. Warum setzt er sich nicht drauf? Ich sehe unsere Crew da hinten. Da rutscht jetzt einer mit dem Koffer runter oder was? So, es sägt und baut an jedem Ende hier. Das Lager Winter, Regen und Wetter festzumachen. Und währenddessen war Uwe beim Koffer holen. Er müsste demnächst mal da sein. Da vorne sitzt er. Johannes da vorne. Ich glaube, er muss auch pausieren. Die Koffer sind immer weiter und das ist komisch. Immer weiter weg und besser versteckt. Und es geht natürlich ziemlich auf die Konditionen. Wir sind alle mittlerweile ziemlich durch. Uwe sollte also in 10 Minuten da sein. Muss ziemlich viel Pause machen, klar, nachvollziehbar. Und währenddessen wärmen wir uns hier auf in der Sonne, laden die Akkus und machen Holz. Wie immer, Holz machen. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holzi. Holz. Baby, baby, baby. Du bist auch oh, nein. Ja? Kennst du das überhaupt? Kennst du Justin Bieber? Ja, aber höre ich nicht. Habe ich schon mal gehört, ja. Habe ich schon mal gehört. Das ist die Sünde, die ich jemals gehört habe. Das Lied habe ich schon mal gehört. Nee, ich weiß, kennst wer Justin du Bieber ist. Hailey Bieber und Selena Gomez? Oh mein Gott, kennst du den Hailey Bieber Selena Gomez Beef? Oh mein Gott, nee. Joe. You missed something. Nein, ich auch nicht. Kennst du wahrscheinlich aber trotzdem nicht. Ne? Leider außerhalb meiner Bubble, ja. Okay. 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 Cool. Okay. 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 Okay, ich muss mir noch weiterbilden. Ja. Weißt du, Joe, langsam kommt einfach der Wahnsinn. Ja, ist mir vorhin da im Wald auch aufgefallen. Ja, ne? Ich hab gemerkt, wie komisch es eigentlich ist, dass ich die ganze Zeit mit mir und mit der Kamera rede. Klar, machen wir die ganze Zeit und machen wir auch, wenn wir sonst YouTube-Videos machen oder so. Aber so wirklich die ganze Zeit. Also du stehst auf und du redest mit der Kamera, als ob sie dein bester Freund wäre. Ja. Dabei ist sie nur ein schwarzes Stück Technik. Aber alle Leute da draußen sind deine besten Freunde. Ja, genau. Hallo, Entschuldigung, ich hab's. Sandra! Ja? Warte, ich dreh drauf. Okay. Nee, wo ist denn der Schnitt? So. Da. Ich glaube, das ist noch nicht genug. Aber ich kann trotzdem versuchen, drauf zu treten. Nee, du musst in eine andere Richtung treten. Andere Richtung? So. Noch einmal. Ja, wunderbar. Stark, Julia. Guck mal da, wer entgegenkommt. Moin! Moin, du Butze da draußen. Was geht? Ich bin's wieder. Oh ja. Euer Flying Uwe. Wie geht's? Wie steht's? Hallo! Wie na? Wie sieht's aus? Ja, wunderbar. Ja, ich hab ein bisschen gute Laune mitgebracht. Echt? Und was ist da drin? Das verrate ich nicht. Oh, hoffentlich kein nicht sowas wie Müsli oder Trinkmahlzeit. Also. Ah, die Mädels mit den Bäumen. Der Koffer ist zerstört, Alter. Und? Lady? Ey, ja, ich fühle mich diskriminiert. Nicht. Ich identifiziere mich als Mann. Tut mir leid. Als hundertprozentiger Mann. Du kleiner Hawaii-Mann. Du großer, starker Hawaii-Mann. Ja, genau. Ey, das ist aber ein Riesen-Oschi. Ist der schwer? Irgendwann ja. Oh, fuck, ey. Ja. Boah, Leute, ich kann nicht mehr warten. Ich kann auch nicht hingucken. Komm mal auf. Okay, ich mach auf. Mal schauen, was die Ladies und Jungs jetzt hier sagen. Leute. Es muss meine Zigaretten drin sein. Es müssen meine Zigaretten drin sein. Okay. Digga, Uwe sagt mir, ist drin. Guck rein. Okay. Was haben wir jetzt? Eine Ukulele. Das sind Schlafsachen. Nackenkissen. Nackenkissen sind geil. Auch geil. Wir haben hier Rotwein. Oh, nee. Oh. Rotwein? Wein? Gar keine gute Idee. Ernsthaft jetzt? Mhm.
Woher weißt du, dass es Rotwein ist? Hast du probiert? Ne, das kann man hier lesen. Ach so. Na gut, es kann auch Traubensaft sein. Oh Leute, aber das können wir ja wirklich nicht trinken. Aber hier haben wir... Schokolade! Oh, Rotwein ist halt echt übel gefährlich, ne? Also erstens, es ist kalt. Und zweitens haben die eigentlich überhaupt keine Kalorien zu sich genommen. Das heißt, wenn die jetzt einen Schluck Alkohol trinken, können die halt super schnell unterkühlen, weil du ja dann, also weil Alkohol dich ja, wenn es kalt ist, so von innen auch ein bisschen kühlt und du dich nicht so gut aufwärmen kannst, der Körper. Und die sind halt instant besoffen. Was halt in so einer Situation jetzt nicht gerade hilfreich oder sinnvoll ist. Schokolade? Oh mein Gott. Ist das Schokolade? Ja. Ach du Scheiße. Große fette Tafel. Und das hier? Okay. Vase. Ja toll, ein Handyständer, danke für dich. Nee, ist kein Handyständer. Hier ist so ein Teller drin, 24 Karat Gold. Den kannst du dann so aufstellen. Ach toll. Das ist die Trophäe, die ich mit ins Lager bringe. Special Edition Hawaii. Ah ja. Oh, danke. Sonst halt die Kissen, ne? Ja, okay. Danke für nichts. Das juckt mich jetzt nicht. So. Also das Einzige, das hier juckt mich sehr. Die Tafel. Oh, aber ich meine jetzt, die Tafel Schokolade ist, glaube ich, schon ganz cool, wegen Energie und keine Ahnung was. Aber ey, dafür so viel Kraft aufwenden, ey, die werden irgendwann mal gar keinen Bock mehr haben, Koffer zu suchen, wenn nur so eine Kacke drin ist. Tafel Schokolade ist ganz cool. Oh, hier kann man wieder einen Kescher draus machen, oder? Ukulele finde ich aber auch cool, wenn einer spielen kann. Keine Zigaretten? Nee. Keine Zigaretten. Ja, okay. Aber, weiß nicht, Joey, kannst du das spielen? Nee, ich kann nur Gitarre spielen. Okay. Ja, aber das ist. Oh, die ist auch verrückt, bestimmt. Ui. Und hier ist das, wie nennt man das nochmal? Fleckro. Ich glaube, die hat Hoffnung, dass Joey damit spielt. Ja, komm, Joe, kannst du ein bisschen hier. Joe, kannst du das? Nee, wir hatten mal früher Ukulele. Ich hatte ein bisschen gespielt, aber. Ist doch safe abgelaufen, oder? Ich habe keine Ahnung, wie gestimmt wird. Ey, die ist riesig, ne? Das ist schon krass. 50 Gramm Schokolade. Ey, Leute. Ey, wieder machen wir uns einen geilen Kakao daraus, so ein bisschen aus einer Rippe oder so. Wie Wasserkakao? Ja. Ja. Ja, okay. Warum nicht? Kakao bestimmt, ja. Oder wir besaufen uns heute geistkrank mit Rotwein. Nee, also meine Empfehlung wäre, wenn es wirklich Rotwein ist und nicht Traubensaft, dass wir den komplett unangetastet lassen. Das ist super gefährlich hier draußen. Ja, bin ich auch für. Aber ich glaube, es wird den eh keiner trinken von uns, oder? Ich hasse Rotwein. Ich finde das so eklig. Ja. Nee, Alkohol hier draußen ist super gefährlich. Das kann dann wirklich... ja, das wäre dumm. Aber Nackenkissen, hey. Ja. Nackenkissen ist geil. Gefundene Gegenstände. 2 Nackenkissen, 2 Liter Rotwein, Tafel Schokolade, Ukulele, Teller, Hawaii-Outfit. Also meine Empfehlung wäre jetzt ein Stück Schokolade. Uwe, nimmst du? Ich nehme mir eine Rippe, ja. Ja, okay. Ich nehm mir eine Rippe. Dann mache ich auch. Komm, wir nehmen du isst das ja eh nicht? Ich esse sowas nicht, ne. Und Joey ist am Fasten. Ja klar, Joey, ich faste mit dir. Du sagst doch, hier, wir haben hier kostenlose Kur. So ist es. So ist es. Also was würde ich machen? Ich würde es dann essen, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Ja. Aber das kann sein, dass es das ein schnelles Hoch gibt. Für 7 ist es viel zu wenig, als dass es was ausmacht. Für 3, wenn ihr zu dritt oder zu zweit davon was esst, dann könnt ihr Energie aufladen. Jeder konnte sich jetzt eine Rippe nehmen. Ne? So ja, aber das würde nicht viel ausmachen. Das würde echt nicht viel ausmachen. Aber wenn Julia 2-3 Rippen isst oder sowas, dann kannst du dir schon helfen. Alter, das ist einfach Schokolade. Aber ist eine Rippe nicht so eine ganze Spalte? Alter, oh mein Gott, so riecht das gut! Oh, wow, krass, das ist viel. Ich fein gleich, ne? Ja. Ohne Spaß. Oh, ich kann nicht mal so viel Schoko essen. Gefroren, ja. War gut gekühlt. Schon geil. Ja, schon richtig geil. Schokolade geht natürlich auch extrem gut als Köder für Nagetiere. Ja? Oh. Keine Nagetiere. Ja, dann ran da. Ich kann ein Würfelchen kann ich ausprobieren, ob es vielleicht für eine Schlagfalle auch funktioniert. Das schmeckt so surreal gerade. Mm. Als hätte ich das noch nie gegessen. Ich war fast 3 Stunden unterwegs. Danke. Fast 3 Stunden. Ohne Spaß, danke Uwe. Danke Uwe. Danke Uwe. Hey Leute, ich säge euch jetzt 24 Bäume, ganz alleine. Willst du wirklich? Das ist krank, daran zu riechen. Das riecht sogar noch 1000-mal besser, als es schmeckt. Mhm.
krank. Hat sich ja gelohnt. Danke für mich. Noch eine Sache. Falls du demnächst Zigaretten siehst, einfach mal Bescheid geben. Wenn ich da irgendwann am Baum eine hängen sehe oder so. Ja, dann sag mir mal bitte einfach mal Bescheid. Oder die schicken so Kifferzeug. Boah, würde ich mir auch so reindröhnen, Alter. Egal, hab doch irgendwas. Ich brauch irgendwas in der Lunge. Ich brauch was in der Lunge, Leute. Seven versus Wild. Ah, ja, stimmt, krass. Zwei, jetzt sind zwei hier ausgegraut. Oh, stimmt, in der Folge ist viel passiert. Stimmt, da ist ja auch, am Anfang hatten wir ja die Sache mit Hugo. Weil sonst eigentlich echt schöne Folge eigentlich. Also, sie haben jetzt schon so einen Alltag, wo immer wieder so das Gleiche abläuft. Immer wieder, jeden zweiten Tag wird halt was gesucht. Dann immer die Routine Schlingfallen. Jeden Tag wird hier Feuerholz gemacht. Also sie haben jetzt so eine schöne Routine bekommen. Und Routinen sind super wichtig in sowas. Ey, ich kann nur hoffen, dass es Hugo dann eben gut ging. Das Gute ist ja, dass er jetzt wieder ganz normal streamt und es jetzt schon lang wieder vorbei ist und wir alle wissen, es geht ihm gut. Aber richtig krass. Erster Code Red in der Seven vs. Wild Geschichte. Und ja, also ich glaube, dass das für die Teilnehmer vielleicht auch nicht so leicht ist. Ich würde gern wissen, ob die irgendwie eine Nachricht bekommen haben, dass er halt in Anführungszeichen über dem Berg ist und halt alles gut ist, weil das macht dich ja sonst im Kopf auch kaputt, wenn du immer an deine Mitstreitenden denkst, der raus ist und du hast keine Ahnung, was ist da passiert, wie geht's dem und so weiter. Naja, ich hätte dann gesagt, danke, dass ihr wieder dabei wart und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Tschüssi!